Das Astoria hat immer etwas Besonderes geboten und das ist wahrscheinlich auch der Erfolg von diesem Haus. Und wenn man in das Astoria kommt, so umfängt einen etwas, was Wärme ausstrahlt, Gemütlichkeit. Es soll ein schönes Haus sein, das eben all das ausstrahlt, was ich spüren möchte. Es ist der Geruch, der verführt, das ist unbewusst. Und dann gibt es natürlich die Haptik von Stoffen, von Holz, von Leinen, von Loden. Und das hat auch unbewusst eine Auswirkung auf das Innere. Genuss ist ein ganz wichtiger Teil der Entspannung. Wir haben eine Haube, das versuchen wir unseren Gästen einfach zu ermöglichen, dass sie am Abend genießen können. Es gibt viele wunderbare Ferienorte, aber ganz wenige sind so herrlich von der Infrastruktur zu erreichen wie Seefeld. Man kann nach Innsbruck fliegen, es sind 14 Kilometer hierher ins Astoria. Und wenn man in München landen will, naja, dann ist es etwa 1,5 Stunden. Also die Erreichbarkeit von Seefeld ist grandios. Seefeld liegt nur 20 Minuten von Innsbruck entfernt. Und dadurch hat man die Möglichkeit, die ganzen Vorteile eines alpinen Ortes mit einer unglaublichen Naturkulisse zu verbinden mit dem, was die Kultur in Innsbruck anbietet. Und das Astoria liegt nicht mitten im Ort, es liegt 8 Minuten vom Ortszentrum entfernt. Und das hat den ganz großen Vorteil, dass man vom Hotel aus direkt in den Wald gehen kann. Und man kann unserem Wanderführer die schönsten Wanderungen genießen, die ja durch die Gesundheit sehr, sehr gut tun. Ich habe dort meine Kindheit verbracht, bis ich in die Schule gegangen bin. Und ich fühle mich mit diesem Ort einfach sehr verbunden. Gastgeber zu sein, ist in einem privaten Haus, das man selber führt, eine wunderbare Sache. Denn man geht individuell auf den Gast ein, man versucht sich auf ihn einzustellen, man liest aus seinen Augen ab, was er haben möchte, fernweg von Standards, die angelernt sind. Man bringt sich auch selbst als Person mit seiner eigenen Persönlichkeit ein. Die Leute wollen heute Ruhe haben, genießen, entspannen, Energien aufbauen und dazu müssen sie eigentlich mit allen Sinnen sich darauf einstellen können. Was ich glaube, was unabdingbar notwendig ist, ist ein gutes Körpergefühl zu haben. Das kann man, indem man eine entspannende Massage genießt oder die wohltuenden Hände einer Kosmetikerin. Aber noch besser und sicher auch gesünder ist, wenn man selbst aktiv, entweder indoor oder outdoor, sich bewegt. Und dann hat man das Gefühl, dass man sich auch in seiner Haut wohlfühlt. Ich wünsche mir, dass unsere Gäste hier im Astoria die Zeit genießen können. Und wenn der Gast dann uns wieder verlässt und er sagt, es war eine gute Zeit, es hat mir gut getan und ich komme wieder, dann habe ich eigentlich das erreicht, was ich hier im Astoria erreichen will.